Moinsen, Videospielcode hier. Ja, wieder Mario Strikers Charged Football. Warum? Ich habe das letztes Wochenende mal gezockt und ich habe jetzt irgendwie so Bock auf das Spiel. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe es damals besoffen gezockt beim Kumpel. Aber auch so habe ich jetzt Bock drauf. So, und da er das Turnier nicht schafft, machen wir das nochmal. Das heißt vorsetzen. Ach scheiße, aber ich will von vorne. Ja, ich möchte nämlich zeigen, dass ich besser bin als er. Deswegen ohne ich das jetzt. Natürlich nur mit Assi-Taktik, ne? Diddy Kong. Der regelt. So, hier noch ein Buhu. Oder ne, warte. Obwohl, ne, das ist gut. Alles zu dir frei. Ah, scheiße, nicht zurück. Ah. So, volle Konzentration. Perfekt. Ach, ich bin der Beste. Hust. Oh Gott. Wenn ich das schaffe, dann habe ich mir aber auch Ehre verdient, ey. So, Attacke. Natürlich gleich in Bowser. Super. Das wird nicht leicht, aber ich bin der Beste, hallo, also. Also ich muss zugeben, besoffen habe ich diese ganzen Assi-Tricks, die ich ja mal in den beiden ersten Parts gezeigt habe, alle hinbekommen. Hoffentlich schaffe ich das jetzt auch nüchtern, weil sonst habe ich keine Chance. Buh, mir gibt mir einfach gleich ein Headshot, ey. Ja, leck mich, Alter. Ja, ihr mich auch alle hier. Ja, Mann, wie ihr mich zerfickt, ey. Was ist los? Ah, verpiss dich, Bose. Nein, so knapp. Ja, ist gut. Boom. Nein, kommt er von hinten. Unfassbar. So, jetzt aber. Nein, jetzt verkacke ich die Tränen natürlich. So, den aber nicht. Ja, komm her, Bowser, du hast keine Chance für mich. So. Ja, sauber. Ja, Bowser, ich klatsche dich jetzt richtig weg, ey. Ah, verpiss dich. Das ist so einfach, ganz ehrlich. Jetzt bin ich wieder im Flow drin. Deswegen habe ich die Dekor genommen, weil er ihn gleich trickern. Sehr gut, der Torwart regelt auch, so muss das. Bowser hat auch nur langsame Charaktere in der Verteidigung, das ist natürlich richtig gut, ey, um da durchzuflitzen. Mit Buhu und Toad. In dein Gesicht. Ja, ist gut, Junge. Ja, ich hab's verstanden. Klatscht alle weg. Lacker. Richtig unverdient. Ja. Du warst auch schon mal stärker, Bowser. Nur mal so am Rande. Haha. Ja, Feuersturm am Arsch. Bringt ihm auch nichts. Seht ihr?
Boah, Mann, ich dachte, ich kann durchrennen mit dem Pilz. Naja. Die klassische Methode geht immer. Ja. Läuft bei dir, Bowser. Ach, das ist echt so einfach. Und das ist schon extrem, ne? Also, man könnte jetzt ja sagen, ja, es wird ja auch erst schwieriger mit höheren Pokalen, aber ich hab's ja eingestellt, dass sie gleich extrem sind. Oh, lecker. Ja, 8-0, ne? So ehrlich. Also ja, ich habe ja eingestellt, dass die immer hardcore sind, das heißt, schwerer wird's nicht mehr. Absolut keine Chance. Ich hole mir den größten Pokal. Ich weiß gar nicht, welcher ist das eigentlich? Der Striker-Pokal oder irgendwie sowas, ne? Der wird schon bald mir gehören. Aber erstmal den Feuerpokal. So, Runde 2. Mal gucken, was da geht. Natürlich war Bowser jetzt ein bisschen benachteiligt, weil ich ja nur schnelle Stürme und so habe, ne? Wenn Waluigi jetzt ein bisschen schnelle Verteidiger vorweisen kann, dann wird es natürlich auch für mich schwieriger, so durchzurennen. Nö. Beardo ist normal schnell, glaube ich, und Toad schnell, aber Monty ist halt langsam. Oh yeah. Verkackt. Okay, kann man nicht rüberhüpfen. Gut zu wissen. Nein! Nein, 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 nein! Arschloch hier. Der darf bloß keinen Powerschuss machen, ich kann den nicht blocken. Meine Wii-Fernbedienung ist so weit weg. Meine Wii-Sensorleiste. Das wäre richtig Katastrophe, wenn ich richtig halten müsste. Was ich besoffen übrigens sehr gut hinbekommen habe. Die roten Schüsse sind ja die härtesten und da habe ich fast alle gehalten. Alle Bälle. Man schießt ja 5-mal. Das war richtig stark. Oh, locker! Schieß drauf! Was für ein Powerschuss. Egal, reicht vollkommen. Waluigi ist auch kein Gegner für mich. Boah, das ist einfach herrlich. Das macht richtig Spaß. Ich in den ersten beiden Parts ja so ein bisschen zu kämpfen hatte mit diesen Tricks, ist es jetzt einfach zu einfach. Einfach zu einfach. Okay, ein bisschen doppelt gemoppelt. Gut, ich kann jetzt ja mal ein bisschen über was anderes als über das Spiel reden, weil ganz ehrlich, da. Das wird die ganze Zeit jetzt so ablaufen. Reden wir mal ein bisschen über was anderes. Ich habe vor, noch mehr Wii-Spiele zu bringen. Also, beziehungsweise, ja, Wii-Spiele und View-Spiele. Ich finde, die Konsole ist ein bisschen benachteiligt auf meinem Kanal und das möchte ich gerne ändern. So, ist irgendjemand, zu dem ich passen kann? Ja, jetzt. Also ich habe überlegt, dass ich auf jeden Fall mal wieder ein paar alte Wii-Spiele raushole und die zocke, weil, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da jetzt voll Bock drauf auf die Konsole. Auf die guten alten Spiele von damals. Oh, unverdient. Und ja, Wii-Spiele habe ich auch noch gar nicht mal so wenige, die ich noch mal zocken könnte. Wo ich auch Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht, irgendwie bin ich gerade so ein Nintendo-Wahn. Scheiße, ich habe meinen eigenen entführt. Das ist dumm. Aber wir die ganze Zeit einen Kettenhund bekommen, der ist unverdient. Haha. Mach ihn, Buhu. Oh, Mann. Was bist du eigentlich für eine Pussy? Ich kann ja nicht mal richtig schießen. Ha, gelappt. Geh weg! So. Ich überlege gerade. Suchen. Hat der einen Stern eingesetzt? Oh mein Gott, der hat einen Stern eingesetzt! Nein! Ich kann doch nicht halten! Nicht mit so einer halben Sensorleiste auf Distanz. Ja, super.
Oh Gott. Naja, zum Glück habe ich schon so viele Tore gemacht. Na, Buhu kann einfach nicht schießen, der Junge. So konkret hatte ich da jetzt eigentlich gar keine Spiele im Blick, also Nintendo Wii U und Wii Spiele. Aber irgendwas muss da kommen. Da hab ich jetzt Nintendo Warn und so, da muss befriedigt werden. Ich habe an sich noch viele geile Gamecube-Spiele, aber die kann ich ja nicht mehr spielen mit der Wii U, das ist schade. Und die Wii habe ich verkauft und ist das eine Ernte? Und Gamecube rausholen, habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Beziehungsweise den konnte ich gar nicht anschließen, da bräuchte ich noch einen Adapter. Das heißt, leider fällt Mario Power Tennis flach. Wobei ein Kumpel von mir hat das noch, vielleicht kann ich mir das ausleihen. Das würde ich nämlich sonst gerne mal zeigen, weil das war immer extrem geil in den Turnieren. War nämlich richtig schön hart. Das hat richtig Laune gemacht, die zu zocken. Nein! Sehr gut, Buhu. Geh dazwischen. Er darf jetzt nicht noch ein Tor machen. Er darf jetzt nicht noch ein Tor machen. Sehr gut. War ja doch noch knapper als gedacht. Gut, im nächsten Part spiele ich das Turnier weiter und dann rede ich nochmal über potenzielle Spiele, die ich noch spielen kann von Nintendo. Dann bis demnächst, Leute.